Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat. Und ja, gestern Abend haben wir es endlich geschafft, auf die Maus 9 Ringe drauf zu klatschen, beziehungsweise die dritte Gunmark fertig zu machen. Und ich will dieses Video ganz kurz nutzen, um euch die letzten beiden Runden zu zeigen, aber natürlich auch viele Fragen rund um die Maus zu beantworten, die mir immer wieder in den Livestreams gestellt werden. Ich möchte darauf auch hinweisen, wenn ihr jetzt das Gameplay seht, das waren jetzt tatsächlich, da muss man sagen, hatten wir in den letzten beiden Runden der Gunmark sehr viel Glück. Hatte ich auch schon anders, dass ich bei, also ich war schon diverse Male bei der Maus bei 94 irgendwas und habe dann ja so Nullinger Runden hingelegt. Ich habe dann natürlich, viele erinnern euch sicherlich auch daran, viel Scheiß mit der Maus gemacht, mit Stan und Sanyo zusammen Maus regelt. Da waren ja nicht nur gute Runden dabei, sondern da sind wir dann auch einfach mal mit der Maus auf Malinowka quer übers Feld gefahren und so eine Nummern. Also das hat jetzt auch nicht unbedingt zur Gunmark beigetragen. Erste Frage, die mir immer gestellt wird, ist die Maus gut? Standardfrage. Nein, ist sie nicht. Warum? Weil sie absolut nicht metertauglich ist derzeit bei der ganzen Highdown-Meta. Ihr seht das, ich fahre hier relativ viel APCR-only. 311 mm Durchschlag ist okay, ist aber APCR, verliert halt auf die Distanz ganz gut an Durchschlag. Und die Maus hat im Prinzip hier an den Turmbacken nur 260 mm Max-Panzerung, so wie das angeschrägt ist. Auch hier unten die Unterwanne relativ schwach gepanzert. Ihr habt eine riesen Seitenstruktur. Ihr seid natürlich eine Einladung für jede Arti. Also groß Schaden mit der Maus bouncen funktioniert eigentlich nur gegen Neuner, die kein Premium-Munition schießen, und gegen Achter. Zehner laden in der Regel sofort auf Heat um, wenn sie es denn zur Verfügung haben, oder auf HE. Bei der Maus ist ja, da muss man sagen, wird der künftige HE-Patch vielleicht ein bisschen was an Verbesserungen bringen. Viele Leute schießen mit HE hier gegen den Turm, dann, weil derzeit die Physik der HE so berechnet wird, dass im Umkreis oder im Radius der Schaden der HE berechnet wird und dann geguckt wird, wo ist die dünnste Panzerung, geht der Schaden hier auf euer Engine-Deck und zündet euch regelmäßig an. Ich kann da ein Lied von singen, und Leute, die die Maus viel spielen, die wissen sicherlich auch, was Phase ist. Ich leiste mir trotzdem jetzt hier den Luxus, mit Ration zu fahren, habe eine Feuerlöschdirektive drin, falls wir denn angezündet werden. Aber das eine ganz, ganz große Krankheit von der Maus. Und da bin ich gespannt, was das Update mit den HE-Änderungen und den AT-Änderungen dann für die Maus bedeutet. Ich habe es jetzt aber noch vor dem Patch geschafft. Und ich muss sagen, so niedrig waren die Anforderungen gar nicht. Es waren zumindest über 4000 kombinierter Schaden nötig. Klar, jetzt, ich habe jetzt hier eine verbesserte Härtung drin, bedeutet, ich habe ohnehin schon 3300 HP. Also wenn ich jede Runde einfach nur 1:1 tausche, dann komme ich schon relativ dicht dran. Dann schaffe ich zumindest schon mal die zweite Gunmark. Aber es ist halt in vielen Situationen so, dass ihr schon extrem aggressiv fahren müsst, um überhaupt am Gefecht teilnehmen zu können. Ihr seid langsam, ihr habt zwar dicke Panzerungen, die aber dann mit Heat-Munition wieder keine Probleme für die Gegner darstellt. Und die Kanone selber handelt sich dafür, dass dieser Panzer einfach über 200 Tonnen wiegt, extrem schlecht. Also ihr habt jetzt mit Rationen, mit guter Crew etc., mit meiner Ausrüstung habe ich eine Genauigkeit von 0,32. Eigentlich müsste das hier ein Lasergeschütz sein auf dieser Kanone. Dann habt ihr häufig das Problem, dass die gegnerischen dicken Heavies Heat als Munition zur Verfügung haben, wie zum Beispiel jetzt hier der 60 TP oder der E100, aber auch andere wie das Objekt 277, Objekt 260. Also ihr werdet regelmäßig von Heat auseinandergenommen und habt mit eurer APCR dann doch das ein oder andere Problem, wirklich euch wehren zu können. Die zweite Frage natürlich, nachdem immer kommt, ist die Maus noch gut? Lohnt sich der Grind? Und um Gottes Willen, nein. Vor der Maus kommt das Mäuschen und davor kommt der VK-101P. Wahrscheinlich in der Reihe noch der beste ist der Achter, der VK-101P, aber auch das ein extrem langsames Schlachtschiff. Man muss diese Spielweise einfach mögen. In einer Vielzahl der Runden wird das Gefecht so schnell verloren sein, dass ihr quasi als Letzter überbleibt, weil ihr immer noch nicht da seid. Oder euer Team kracht einfach über das Gegnerteam rüber und ihr habt noch nicht einen einzigen Gegner gesehen, da ist die Runde schon gewonnen. Ja, das sind so die beiden Extreme, die aber leider derzeit in der Meta sehr, sehr häufig vorkommen. Das heißt, die Frustration, gar nicht überhaupt erst am Gefecht teilzunehmen, die ist schon auf jeden Fall real. Und da müsst ihr selber
euch überlegen, ja gut, entschleunigendes Gameplay, ganz klar, ist es, ja, aber macht euch das auch Spaß oder sagt ihr, na, ich will schon auch ein bisschen Einfluss auf das Gefecht haben und ich will schon natürlich auch ja, mitmachen. Jetzt hier in der Runde auf Airfield kann man natürlich sagen, okay, ist eine Schlauchkarte, war auch noch eine Top-Tier-Situation, da kann man dann halt auch einfach mal Vollgas reinkrachen. Wir haben auch eine ganze Menge an Schaden geblockt, 3-4, haben 3-8 gemacht und 1-7 Unterstützungsschaden. War für die Gunmark definitiv eine gute Runde. Aber wie gesagt, hier auf so einer Karte, da sind die Voraussetzungen natürlich auch gegeben, weil ihr habt häufig eine sehr statische Situation, ihr seid Top-Tier, da passt das, aber auf so vielen anderen Karten halt eben nicht. Ja, wir waren nach der Runde auf Airfield dann irgendwo bei 94,2 und brauchten jetzt nochmal so eine richtig gute Runde. Ohne jetzt zu viel zu spoilern, auch hier haben wir natürlich wieder Glück. Es gibt nur eine Arti, die Lorraine-Arti ist jetzt nicht unbedingt die schlimmste Arti für eine Maus. Und wir sind natürlich vom Matchmaking auch wieder so ein bisschen geküsst, weil es ja wieder 8er und 9er im Spiel gibt. Auf der anderen Seite muss man sagen, im Gegnerteam, Karo 45T, Kampagnen-Reward-Panzer, sehr geile Gun-Depression, sehr gute Turmpanzerung und vor allem eine hohe Mobilität. SCB-1, Emil 2, das sind alles Gegner, die wahrscheinlich sehr schnell in die Mitte reinfahren werden. Und wenn wir uns jetzt dazu entscheiden, hier zu crossen, werden wir einfach abgefahren. Ja, mit der Maus auf dieser Karte hier oben ins Gebirge reinfahren, dauert viel zu lange, da seid ihr out of order. Und hier hinten in die Ecke reinfahren, seid ihr meistens auch Fischfilet, weil ihr auf der, ja, im Zweifel werdet ihr sogar komplett abgefahren. Also das bleibt nicht aus. In einem 10er-Only-Battle hätten wir jetzt natürlich wirklich die A-Karte jetzt in diesem Fall. Habe ich einfach gesagt, ja okay, mein Gott, wir sind Top-Tier, komm, lass in die Mitte fahren. Ich habe keine Lust, mich da in der Querfahrt abfahren zu lassen. Ihr seht das ja auch schon, ne? T110E5 ist da vorne, SCB-1 ist da vorne. Der Karo ist auch schon da. Fehlt eigentlich nur noch der Emil 2. Da ist er. Und das ist halt so ein Standardding, ne? Ihr seht jetzt auch schon, der AE Phase 1 aus unserem Team ist schon geplatzt. Und das ist so ein Schicksal, das wollte ich mir hier ersparen. Also falls ihr euch fragt, ey Maus, warum bist du dumm oder warum fährst du mit der Maus in die Mitte? Das sind die Gründe. Ich wollte halt nicht so enden wie der AE Phase 1 und der Super Conqueror und der E75 trauen sich da jetzt auch nicht wirklich weiter. Und irgendjemand muss ja auch die Mitte besetzen. STB-1 und M60 aus unserem Team machen hier schon mal einen guten Job. Aber hier muss jetzt mal ein bisschen Panzerstahl ran. Ja, eine weitere Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Wenn du könntest, was würdest du an der Maus verbessern? Wir hatten ja schon mal eine sehr geile Version der Maus mit einer sehr, sehr guten DPM. Für damalige Serververhältnisse war sie leider OP. Sie war ja auch dann viel gesehener Gast in der WGL, also in der Profiliga. Und wurde zum Teil sogar sehr häufig zweimal eingesetzt. Also weil Maus natürlich unfassbar großes HP Volumen mitbringt und dann natürlich auch noch eine richtig kranke DPM hatte. Wir hatten damals standardmäßig 3200 HP und ich glaube ein Reload von 9 oder sogar 8 Sekunden auf die 490 Alpha. Also das war schon sehr speziell. Wie gesagt, für damalige Verhältnisse war das OP, genauso wie der T110E5 damals OP war. Wenn man die heute genauso wieder bringen würde wie zu ihren Glanzzeiten, denke ich, wären sie absolut gebalanced. Und deswegen muss man sagen, würde der Maus so ein, ja, DPM-Buff ganz gut tun. Oder, wenn man jetzt sagt, okay, DPM, nicht immer nur alles auf DPM, dann könnte man sagen, eine deutlich zuverlässige Kanone, vielleicht auch eine andere Kanone, so ein bisschen wie beim E75. Warum hat der E75 mit dieser Kanone 560 Schaden und ihr habt in der Maus nur 490? Also ich zeige euch das mal ganz kurz hier. 490 Schaden. Der E75 hat die gleiche Kanone und macht mit dieser Kanone 560 Schaden. Warum bei der Maus nicht auch? Also das sind so Sachen. Der Punch fehlt der Maus. Die Kanone ist zu unzuverlässig. Mobilität und Turmdrehgeschwindigkeit brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Man könnte natürlich auch sagen, ja gut, DPM haben schon so viele Fahrzeuge. Gunhandling muss jetzt auch nicht jeder Pinpoint-Laserschuss-mäßig unterwegs sein. Dann zumindest eine dickere Turmpanzerung. Sowas, dass die Gegner, selbst wenn sie auf Premium-Munition laden, euch nicht am Turm penetrieren können oder nur in seltenen Fällen und dafür dann quasi euch flankieren müssen. Das ist ja bei der Maus jetzt eigentlich nicht so das große Problem, weil das Viech ultra unmobil ist. Aber hier in so einer Situation, wir spotten hier sehr gut. Die Gegner sind auch schwer damit beschäftigt, unsere HP hier runterzuarbeiten. Und zusätzlich hat sich unser Team, das natürlich für uns eine sehr, sehr luxuriöse
Situation. Unser Team hat sich da im Süden durchgesetzt und wir spotten im Prinzip hier die ganze Zeit die Gegner. So, ich wollte jetzt hier auf jeden Fall den Löwen rausnehmen. Und tschüss. Jetzt haben wir da noch den 5000, der mich komplett ignoriert. Also es läuft bisher sehr gut. Wir sind schon bei 5700 kombinierten Schaden. Und jetzt können wir hier sogar noch den 5000 verarzten. Hinter uns müssen wir jetzt ein bisschen auf das 705A aufpassen. Der 5000 hat jetzt ja auch arge Probleme, hat sich so ein bisschen festgekeilt da, ist draußen. Und ihr seht, na, die Lorraine, das ist jetzt nicht so das Problem, 51 Schaden. Da muss man halt auch in dem Fall nur aufpassen, dass ihr euch nicht am Turmdeck trifft und euch dann anzündet. Also das kommt ja auch ganz gerne mal vor. Ah, ihr seht schon, ne? Also die Leute, die smart sind, laden gegen den Panzer gleich Premium-Munition. Die kann man in gewissen Winkeln auch bouncen. Der Einzige, der jetzt mit Standard-Munition auf uns geschossen hat, war das 705A. Aber so peu à peu verliert man dann halt auch seine HP. Und vor allem ist es halt relativ schwierig, dann die ganze Zeit gestunt zurückzuschießen etc. Also das ist schon mit der Maus, gerade in diesen 10er-Only-Battles, da wird es dann halt richtig frustrierend. Da habt ihr dann häufig eigentlich nur noch goldene Munition. Das finde ich persönlich nicht schlimm und auch völlig gerechtfertigt, dass man bei so einem Dickschiff dann mit Premium-Munition schießt. Dafür ist sie ja auch da, um solche fetten Panzerkolosse auseinanderzunehmen. Aber wenn die Gegner halt einfach alle mit ihrer super krassen DPM auf euch einballern, ihr kaum was bounced und dann eure Kanone auch noch so unzuverlässig ist und ihr selber nicht den Durchschlag habt, um dann mal auf 200-300 Meter den Turm zu penetrieren etc. Das macht in so einer Halldown-Meta, wie wir sie derzeit in World of Tanks im High-Tier-Bereich haben, schon einiges aus und sorgt dafür, dass ihr verhältnismäßig wenig Spielspaß dann habt. Ja, das waren eigentlich so auch die meistgestellten Fragen. Wie gesagt, ich persönlich würde den Grind nicht empfehlen. Wenn ihr jetzt unbedingt einen deutschen Super Heavy haben wollt, dann würde ich schon eher zum EN100 tendieren. Da habt ihr entweder auf der kleineren Kanone eine deutlich bessere DPM, was euch euer Leben leichter macht. Oder wenn ihr sagt, nee, ich will auf jeden Fall die 15 cm Kanone fahren, dann habt ihr zumindest auch Heat als Premium-Munition und könnt solchen Panzern wie dem IS-7 oder so auch mal flockig durch die Oberwanne auf 200-300 Meter schießen. Also das ist schon wirklich deutlich angenehmer. So, jetzt hier nochmal ein schöner Schuss auf den Stritzwahn. Aber wie gesagt, man müsste nicht allzu viel machen. Man müsste jetzt auch keine globalen Sprünge machen, um die Maus wieder so ein bisschen konkurrenzfähiger zu machen. Aber so 2-3 Stellschrauben wären definitiv schon sinnvoll, um hier draus wieder einen brauchbaren Panzer zu machen. Ich meine, Lessons learned aus dem Zweiten Weltkrieg war sowieso Feuer und Bewegung über Panzerung. Habe ich ja euch ja auch schon mal ein Video mitgebracht, wo wir so ein bisschen darüber gesprochen haben, was so die deutschen Panzerkommandanten im Zweiten Weltkrieg an Erfahrungen mitgebracht haben. Und daraufhin ist ja auch quasi dieses Leopard-Projekt in der Bundeswehr entstanden, weil es halt einfach irgendwann keinen Sinn mehr gemacht hat, dieses immer größer, schwerer. Wie zum Beispiel mit dem Tiger II, da ging es ja schon los in der Ardennenoffensive. Reihenweise liegen geblieben diese Fahrzeuge, weil zu anfällig. Auch für Flugzeuge natürlich ein viel leichteres Ziel. Und so eine Maus hätte niemals irgendwie in einem Kriegseinsatz bestehen können. Einfach weil dieser Panzer viel zu klotzig ist. Und wie gesagt, da haben dann diverse Tiger-Kommandanten sich auch dann dazu geäußert und gesagt, Feuerkraft und Bewegung, das ist das A und O. Panzerung ist eher zweitrangig. Wer zuerst schießt, gewinnt meistens. Und vor allem ist die Präzision und die schnelle Verlegbarkeit deutlich entscheidender, um dem Gegner einen vernichtenden Schlag zuzufügen, als jetzt ein ultra krass langsamer Klotzpanzer. Deswegen für die Leute, die sich immer darüber beschweren, warum sind Super Heavy so uneffektiv in dem Spiel. Ich denke, das bildet nur 1:1 das ab, was auch die Panzerschlachten im Zweiten Weltkrieg dann mitgebracht haben. Und in dem Sinne würde ich jetzt einmal ganz kurz sagen, wir werfen einen Blick auf die Postgame-Stats. Ja, die erste Runde auf Airfield war zweiter Klasse. Wir haben 1413 Erfahrungen gemacht, 7 Anleihen, Stahlwand für die 3400 geblockten Schaden, 3894 Schaden. Gucken wir ganz kurz drauf. Also, eine, denke ich, brauchbare Runde.
Aber wie gesagt, wir hatten hier natürlich auch das Glück oder den Vorzug, dass das Matchmaking bis auf Stufe 8 runterging. Wir haben 11-mal geschossen, 9-mal getroffen, 9-mal penetriert. War, denke ich, eine brauchbare Runde in jedem Fall. Und dann gucken wir mal auf die zweite Runde. Das war die dritte Gunmark. Panzer Ass. Wir haben die Unterstützermedaille geholt und die Patrol Duty Medaille. Das sind so Medaillen, die man nicht so häufig holt mit der Maus. 3.124 Spotting, 5.800 Schaden geblockt und 5.294 Schaden selber gemacht. Gucken wir ganz kurz drauf. Top Damage, Top Erfahrung hier in der Runde. Und das ist gar nicht so einfach, mit einem Zehner in einem Achtergefecht Top Erfahrung zu holen, weil man natürlich, wenn man auf Achter und Co. schießt, deutlich weniger Erfahrung kriegt als zum Beispiel die Achter, wenn sie denn auf die Zehner schießen und penetrieren. Ja, 17 Mal geschossen, 14 Mal getroffen, 11 Mal penetriert. Gucken wir mal ganz kurz drauf. In so einer Runde 60.000 Credits miese, weil wir großes Rap-Kit, großes Med-Kit und die Premium-Munition. Also, das war schon ganz gut teuer, aber man holt sich natürlich in so einem Panzer wie der Maus dann doch alles, was einem das Leben ein bisschen leichter macht. Große Verbrauchsgüter bei 6-Mann-Besatzung. Und sehr vielen Modulen, die gerne mal ausfallen. Und zusätzlich, wie gesagt, es schießt in der Maus alles mit Premium-Munition, was nur irgendwie welche dabei hat auf euch. Da finde ich es eigentlich nur recht und billig, dass man in so einem Panzer gleich von Anfang an, egal auf welche Stufe, man auch mit Premium-Munition antwortet. Um zumindest die paar Schüsse, die man in den meisten Runden nur machen kann, weil die Runden halt einfach viel zu schnell laufen, die dann auch sicher zu penetrieren. Das war mein Wort zum Sonntag, mein Wort zum Aus. Ja, ich denke, viele von euch werden das ein bisschen anders sehen, aber ich persönlich halte die Maus für nicht erstrebenswert, jedenfalls so, wie sie derzeit im Spiel ist, und würde jedes Mal wieder sowas wie einen Leopard 1 oder irgendwas Mobiles mit Feuerkraft wählen, als jetzt ja, so ein lebenden HP-Spender. In dem Sinne, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Und denkt dran, seit letzten Freitag ist mein neuer Merch draußen. Wer Bock hat, sich das mal anzuschauen, findet den Link in der Videobeschreibung. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein.